Ja, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute geht es um dieses Thema Schäden durch Ameisensäurebehandlung. Ich habe die letzten zwei Tage meine Bienenvölker kontrolliert, die ich behandelt hatte mit Ameisensäure und habe euch einfach ein paar Schäden dokumentiert, dass ihr das einfach mal anschauen könnt. Und mich würde natürlich in den Kommentaren freuen, wenn ihr da reinschreibt, habt ihr auch so Schäden? Wie viel so Schäden habt ihr? Und mit was behandelt ihr überhaupt oder wie behandelt ihr, zu welchen Zeiten? Also ich freue mich auf eure Kommentare, ich freue mich auf einen Daumen nach oben und jetzt viel Spaß beim Video. Bevor ich euch jetzt gleich mit ans Bienenvolk nehmt, oh, ich sitze mir direkt im Rauch vom Raucher, noch ganz kurz für alle, die relativ frisch imkern, so zwei, drei Sätze zur Wirkungsweise von der Ameisensäure. Also die Ameisensäure, die lähmt ja im Prinzip das Nervensystem von der Varroamilbe und dadurch stirbt die oder fällt ab, kann sich natürlich dann nicht mehr regen. Und eine Überdosierung, ne, hat dann natürlich auch eine Auswirkung auf die Biene selber. Ne, da stirbt die Haftlappen an der Biene, also an den Füßen, die können verätzt werden. Also das kann schon eine gravierende Auswirkung auf den Bienenvolk haben. Ich mache das ja mit der Nasenheiter professionell, weil ich für mich einfach festgestellt habe, dass das für mich einfach so zum Ameisensäureanwendung die sicherste Methode ist, auch relativ wetterunabhängig. Kann aber jeder machen, wie er will. Und jetzt zeige ich euch einfach mal, was ich an dem Bienenvolk eben entdeckt habe, wie so Schäden aussehen durch Ameisensäure, durch eine Überdosierung. So, jetzt habe ich euch schon mal was vorbereitet hier. Ich glaube, das ist zum ersten Mal, dass ich ein Bienenvolk nicht nach Zufall auswähle. Und zwar will ich euch hier an dem Bienenvolk mal zeigen, wie Schäden durch die Ameisensäure aussehen am Bienenvolk. Also, wenn man jetzt sich hier so eine Brutwabe anschaut, ne, dann fällt uns als allererstes auf, ich hoffe, man sieht es, es gibt keine Brut in irgendwelchen Zwischenstadien. Also wir haben nur verdeckelte Brut oder Futter. Ja, man sieht jetzt hier ganz leicht, in diesen Zellen sind auch schon wieder junge Stifte. Das ist halt einfach die Ursache, dass die Ameisensäurebehandlung jetzt zwei Tage vorbei ist und die Königin wieder Eier legt und die dann auch überleben. Aber wir sehen absolut keine Zwischenstadien. Ja, das sind einfach so, man sieht auch oft, bei Ameisensäurebehandlung, bei Schäden, bei Überdosierung, dass die Biene beim Schlupf stecken bleibt. Also man hat den Kopf, der rausschaut und die strecken den Rüssel raus, aber dann stirbt die ab. Ja. Das wollte ich euch hier mal zeigen. Ich meine, was man hier noch sieht, ne, dieses Weiße an der Biene und der, das sind die Reste von der Puderzuckermethode, wo ich den Varroa-Befall nach der Behandlung nochmal kontrolliert habe. Und da sind wir jetzt wirklich im Prinzip bei null Milben. Also das heißt ja nicht, dass nur noch null Milben im Volk sind. Aber das heißt, davor waren 26 Milben, ne? Und jetzt sind es null Milben. Hier ist die Königin gerade, wenn wir drüber reden. Die läuft jetzt hier gerade in der Mitte. Das ist auch immer ein schönes Zeichen. Das ist eine grüne Königin. Sehe ich ja an meinem Reichsnagelsystem. Und ja, das sind einfach, wie kommst du zu oder was ist die Ursache? Also normal, ich behandle ja mit dem Nassenheiter professionell und da hat man normal diese Probleme nicht so. Also hier an diesem Bienenstand sind 24 Bienenvölker und das ist jetzt das Einzige, wo ich entdeckt habe, wo Schäden hat. Ja, die sind auch alle mit Ameisensäure am gleichen Tag oder im gleichen Zeitraum behandelt worden. Das Wetter war eigentlich dann immer prinzipiell so plus, also über 20 Grad und um die 15 Grad in der Nacht. Also eigentlich perfekt. Und das ist das einzigste Bienenvolk,
in dieser ganzen Reihe, wo diese Schäden aufweist. Ja, also die Bienenvölker hier, die sind ein bisschen schwach. Ne? Wir haben es jetzt ja auch gerade an dem Bienenvolk gesehen. Die sind eher so 4-5 Waben. Das sind ja auch ein bisschen, deshalb habe ich die auch direkt hier hergestellt, die Gruppe, dass die eben einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ihr seht es ja auch hier, bei einigen ist noch die Varroa-Behandlung im Gange. Das sind im Prinzip, bei mir ist es ja so, dass hier steht der Nassenheiter Professional, der verdunstet fleißig vor sich hin. Der Nikophytra ist umgedreht und so ein Aufsatzrämchen dazwischen, dass eben dieser Nikophytra reinpasst. Und wie ihr es ja auch am Bienensitz seht, also diese Nassenheiter ist für mich einfach, wenn Ameisensäure, dann das Beste. Ich glaube, man hat diese Brutschäden manchmal und das ist für mich auch der Grund, warum ich prinzipiell in meinem Betrieb versuche, ein bisschen von dieser Ameisensäure wegzurücken, in Richtung, dass man die Völker brutfrei bekommt über totale Brutabnahme, Brutentnahme. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht, das verlinke ich euch mal. Oder teilen und behandeln, wie im letzten Video. Das ist so dann ein bisschen, versuche ich zumindest die erste Ameisensäurebehandlung zu umgehen. Und hier sind wir ja jetzt im Prinzip bei der zweiten. Und da habe ich eigentlich wenig Chance, das anders zu lösen. Ja, jetzt nochmal hier zum Thema Schäden durch Ameisensäure. Also es ist ein ganz junges Volk, ein relativ kleines Volk. Und hier sieht es im Prinzip jetzt so aus, dass absolut keine Brut da ist, auch keine Stifte. Also ist oft auch ein Zeichen von der Ameisensäureüberkonzentration. Dann haben wir hier eben das, was ich schon mal gesagt habe, diese nicht geschlüpften Bienen, die auf halbem Weg stecken bleiben. Das ist jetzt das zweite Bienenvolk, wo ich sehe, ne, bei, weiß ich nicht, von 60 jetzt. Man hat auch hier sieht man das auch ganz schön, diese auch nicht geschlüpfte Biene, wo diese Löcher im Deckel sind, die wo auch abgestorben ist. Und also die Königin lebt, die habe ich hier schon gesehen. Ne, man sieht es auch die Seite, keine Brut da einfach. Und es passiert eigentlich, so wie ich das sehe, eigentlich oft bei relativ schwachen Völkern. Also wie gesagt, die Königin habe ich schon gesehen, das ist alles in Ordnung. Das Bienenvolk lassen wir auch ganz normal weiterlaufen. Das ist eine Nachzuchtkönigin von mir, also eine standbegattete Königin von mir aus dem Zuchtvolk oder aus dem Vermehrungsvolk. Da kann man ja auch über die Begriffe streiten. Und das lasse ich aber auf jeden Fall jetzt auch mal weiterlaufen. Wenn das dann, es wird durch den Winter kommen. Es ist nur so, dass, was ich dann im Frühjahr mit dem mache, weiß ich nicht. Ne? Vielleicht für eine späte Tracht, vielleicht zur Vermehrung, vielleicht um Begattungskästchen zu füllen. Vielleicht brauche ich auch die Königin als Ersatzkönigin. Also das ist einfach so ein Kandidat für sowas. So, gerade ist ein bisschen der Wurm drin. Also ich habe euch ja gerade das Bienenvolk gezeigt, wo er im Prinzip komplett die Brut ausgeräumt hat. Jetzt gerade das nächste hat hier eine Nachschaffungszelle. Weiß man jetzt nicht, das ist eine rote Königin gewesen, die war auch laut Deckel, war ich mit dem Volk sowieso nicht zufrieden. Das wäre noch zur Umweislung angestanden. Also da kann man jetzt nicht sagen, ist es von der Ameisensäure oder ist es vom Umweiseln her sowieso, wobei mir das relativ spät ist. Also ich glaube schon, dass es ein Ameisensäure-Thema ist, vor allem, weil auch hier eigentlich keine Zwischenstadien mehr an Brut im gesamten Bienenvolk sind. Da mache ich jetzt einfach Folgendes. Das setze ich einfach unter. Also ich vereinige es wie auch immer mit dem anderen Bienenvolk. Da würde ich jetzt, weil das auch nicht so arg stark ist, da würde ich jetzt auch nicht hergehen und da noch eine Königin zusetzen. Ja, also klar, man sieht es hier, ne? Ameisensäure, man hat hier diese abgestorbene Larve, Nymphe, nicht verdeckelt. Ja, ärgerlich.
Wirklich ärgerlich. Also normal muss ich sagen, sehe ich, ich habe jetzt im Prinzip drei Bienenvölker bisher von so ungefähr 60, 65 Bienenvölker, die jetzt Schäden aufweisen. Das habe ich normal nicht. Also normal muss man sagen, bin ich da, trifft es nicht so häufig zu. Ne? Also da muss man ein bisschen die Ursache liegt sicherlich am Wetter. Wir hatten es nochmal extrem warm, tagsüber, nachts kalt. Das ist immer ein Wetter, wo ein bisschen gefährlich ist. Ja, aber ich hatte einfach bei manchen Bienenvölkern so diese Probleme oder so einen hohen Milbenzahl, dass ich da einfach behandeln wollte, musste. Und das ist jetzt das Ergebnis. Ne? Hier ist auch noch mal was Abgestorbenes. Also dann ist das jetzt im Prinzip aber der erste Königinnenverlust an Ameisensäure, wenn wir das so festhalten wollen. Die anderen haben Brut verloren, eindeutig. Also hier wird ja vielleicht auch die Frage kommen, was ist hier mit diesem Wildbau? Ja, in der Regel lasse ich das, ne? Wenn es zu tolerieren ist, das Gegenstück ist ja auf der anderen Wabe. Da mache ich auf jeden Fall jetzt im Herbst auf keinen Fall was, wenn dann im Frühjahr. Gut, dann hoffe ich jetzt mal, dass ich hier die Reihe noch mir durchschaue und dass ich sowas nicht nochmal sehe. Ja, jetzt sind wir am Ende vom Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, habt ihr mir einen Daumen nach oben gegeben oder den Kanal abonniert. Jetzt wollen wir das Video noch beenden mit so einem kleinen Fazit. Also ich habe ja im Prinzip von Teilen und Behandeln fast alle Völker gemacht dieses Jahr. Dann habe ich eben nochmal den Varroa-Befall ermittelt. Und da, wo es nötig ist, habe ich behandelt. Das waren so in Summe um die 70 Bienenvölker. Und von diesen 70 Bienenvölkern jetzt wiederum habe ich dieses Jahr relativ viele Bienenschäden oder Behandlungsfehler gehabt. Nämlich bei vier oder fünf Bienenvölker waren so, dass sie praktisch selber nicht überlebt hätten. Also dass das wirklich ein Eingreifen notwendig ist. Und das bedeutet für mich auch immer, zu einer Ameisensäurebehandlung gehört auch immer die Nachkontrolle. Ich muss jetzt mal hier rüber gehen, vielleicht wegen dem Wind. Gehört ja auch immer die Nachkontrolle. Es gibt Jahre, da habe ich diese Probleme eigentlich kaum mit der Ameisensäure. Dieses Jahr war es, wie gesagt, es sind jetzt wirklich nicht viele. Ne? Aber mit diesem System, wo ich arbeite, das ist ja mit diesem Nassenheiter Professional, funktioniert es in der Regel wirklich zu weit besseren Graden. Also die Bienenvölker werden normal nicht geschädigt. Ich führe das dieses Jahr ein bisschen auf zwei Themen zurück. Und zwar zum einen, ich zeige es euch mal, waren manche Völker einfach vom Teilen und Behandeln her, die sind nicht so in Schwung gekommen. Na, dann hatten die musste ich denen ein relativ kleines Flugloch geben, weil ich ja füttern musste, sonst komme ich ja jetzt irgendwann mit der Zeit nicht mehr her. Und dann eben diese Ameisensäurebehandlung. Also ich denke, dass das ein bisschen ein Thema war, weil es hat eigentlich immer diese fünf Völker, das waren immer schwache Völker. Also mit kleinem Flugloch. Und dann kommt wahrscheinlich noch dazu diese immensen Temperatursprünge. Also wir hatten ja tagsüber fast 30 Grad und nachts 4 Grad. Und das ist einfach klar, da verdunstet tagsüber unheimlich viel und nachts eigentlich nichts. Und das bedeutet, das, was nachts abtropft an diesem Nassenheiter Professional, sammelt sich ja in der Wanne und verdunstet dann am Tag über einfach relativ zeitnah, relativ schnell. Und das ist, glaube ich, auch eine Ursache mit. Ne? Nichtsdestotrotz ist dieser Nassenheiter Professional für mich oder die Ameisensäure prinzipiell für mich immer noch dieses Thema, mit dem ich nachsorge. Also ich habe es ja im anderen Video schon erwähnt, ich bin prinzipiell wirklich interessiert, von dieser Ameisensäurebehandlung wegzukommen, einfach wegen diesen Schäden. Ich meine, das sind jetzt ja nur im Prinzip die großen Schäden. Es gibt ja
auch einfach Brutschäden, Einschränkungen vom Brutumfang, die mit einhergehen können. Und wir sind ja, und ich merke das halt immer in der Frühtracht. Ne? Also das sind Bienenvölker mit Ameisensäurebehandlung meistens nicht so gut. Also aus meiner Praxissicht, jetzt nicht wissenschaftlich belegt. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, Ameisensäure bleibt bei mir das Thema nicht im brutfreien Zustand, also im Brutzustand, diese Nachbehandlung, weil es eben einfach keine Rückstände im Wachs gibt, so wie es aktuell ist, und wir bekommen keine Resistenzen. Und natürlich ist es auch eine Frage, was ist bei unserer Bio-Betriebsweise zugelassen. Ne? Also da, aber wie gesagt, es funktioniert. Vom Wirkungsgrad bin ich da sehr zufrieden. Man muss halt nachschauen. Und ich hatte dieses Jahr einfach, es sind relativ geringe, ne, 70, 4 Stück, also im Prinzip jedes 20. Bienenvolk, die ich auch eigentlich alle vereinige, weil sie eben schwach sind und da keine Königin mehr zusetzt. Aber es bedingt einfach, es zeigt einfach nochmal, ne, wie wertvoll das ist oder wie sinnvoll das ist, nochmal eine Nachkontrolle zu machen. Also ich mache das ja prinzipiell, vielleicht bevor ich dann auch wirklich aufhöre mit dem Video, prinzipiell mache ich das ja immer so, dass ich mir alle Bienenvölker Ende September, Anfang Oktober anschaue. Ne, sind sie weichselrichtig? Wie sieht es mit der Varroa-Milbe aus? Ne? Also klar, die, wo ich jetzt behandelt habe, die werde ich mir wahrscheinlich nicht mehr anschauen, weil da habe ich mir in der Behandlung die Schubladen angeschaut oder jetzt, das sieht für mich ganz plausibel aus. Ja, aber im Prinzip ist so meine Vorgehensweise. Und dann hat man eben kaum Winterverluste, weil man einfach auch nur mit wirklich guten Bienenvölker in den Winter kommt. Ja, jetzt am Ende vom Video, dann wünsche ich euch alles Gute, Hand vom Mund weg. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es bei euch so aussieht. Gut, also bis dann. Tschüss, Ade.